Wir machen uns sehr große Sorgen um die Zukunft des Euro und auch um die Zukunft Europas, wenn hier weiterhin in diese falsche Politik hinein investiert wird. Das heißt ganz klare Ablehnung des ESM und des Fiskalpaktes durch die Freien Wähler. Wir fordern hier auch die Staatsregierung auf, spätestens am 16. Juni im Bundesrat den ESM und den Fiskalpakt abzulehnen. Bayern könnte diesen Wahnsinn noch stoppen, weil wir hier einfach sehen, diese Vergemeinschaftung der Schulden kann am Ende kein Mensch mehr bezahlen. Wir subventionieren hier große Bankenkonglomerate, der Bürger hat nichts mehr davon und der Euro wird damit kaputt gehen. Deshalb Nein zum ESM und Ja zu einer soliden Euro-Finanzpolitik. Wir müssen aufpassen, dass die Grundsätze, die eben in der Einführung des Euros festgelegt worden sind, nämlich keine Transferunion, keine Steuergelder, dass die eingehalten werden. Und wenn ich da sehe, es würde auf ein Risiko hinauslaufen von 40 bis 60 Milliarden, dann hätten wir mit einem Schlag nochmal die Staatsverschuldung verdreifacht. Das halte ich als Risiko schon mal für gewaltig für Bayern und die Folgen wären nicht abschätzbar. Die Euro-Krise ist besorgniserregend und besorgniserregend ist auch, wie man mit ihr umgeht. Die Kanzlerin gebraucht sehr häufig und gerne das Wort alternativlos. Ich sage, wir dürfen keine Politik machen, die dann letztlich dazu führt, dass wir alternativlos haften. Und deswegen müssen wir darauf dringen, dass die Staaten in Europa ihre Probleme zunächst einmal selber lösen und nicht danach rufen, dass wir riesige Rettungsschirme aufspannen, die wir irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Und insbesondere können wir auch keinen Einfluss darauf nehmen, welche Haushaltspolitik diese Länder fahren. Und wir schon Befürchtungen haben, dass wir letztendlich als wirtschaftsstarkes Land, das sich an Vorschriften hält, das letztendlich seinen Haushalt in Ordnung hat, in einen Strudel hineingerissen werden, für Dinge bürgen müssen, für die wir nicht verantwortlich sind. Und wir denken auch, dass letztendlich dadurch die ganze Euro-Region gefährdet ist. Diese Entwicklung, die lehnen wir ab, weil das ja dann letztlich zu einer Fiskalunion geht, die letztlich also immer mehr die Schulden hinauftreibt und wo natürlich immer mehr souveräne Rechte der einzelnen Länder und einzelnen Staaten an eine Kommission abgegeben werden, wo eigentlich die Bürokraten herrschen und nicht das Volk. Und das ist etwas, was wir entschieden ablehnen, denn Europa soll ein Europa der Völker sein, der Menschen sein, die hier souverän sind und nicht ein Europa der Bürokraten. Wir müssen uns hier an die Kriterien halten, die bei der Einführung des Euro versprochen worden sind. Also keine Vergemeinschaftung der Schulden, keine Übernahme der Schulden fremder Länder durch Deutschland. Dahin müssen wir zurückkehren. Dann bin ich überzeugt, dass wir den Euro auch wieder fit machen können. Ansonsten geht das in die Hose.